So, da bin ich jetzt zurück zum Qualifying hier aus Abu Dhabi mit einem frischen Motor hinten drin. So viel kann ich auf jeden Fall schon mal sagen. Ich hoffe zumindest, dass es ein frischer, neuer Motor ist. Und ja, wollen wir einfach mal gucken. Gehen wir mal hier nochmal rein, der Motor. Da haben wir nämlich. Haha. In dieser Session musst du nicht alles geben. Wir sollten schnell genug sein, um uns problemlos zu qualifizieren. So sehe ich das auch. Speziell mit dem Rückenwind jetzt aus Indien, wo wir noch Platz 3 erreicht haben. Trotz harter Überholmanöver, sage ich einfach mal. So, da fahren schon mal einige, das ist schon mal ganz gut. Wir nehmen natürlich die härtere Mischung. Oh, die eine Reifen, das ist aber ganz schön abgebaut. Der Hochbetrieb auf der Strecke, das ist ja normal in Q1. Naja, vorsichtig gelb. Muss ein bisschen Abstand lassen. Und ordentlich mehr hier Speed auf die Gerade, Kurve 1. Irgendwie finde ich auch mal die Bremsspuren hier. Aber es soll jetzt nicht das Problem sein. Die Kurven kann man natürlich immer schön voll fahren hier. Hülkenberg ist erster. Oh, hier fahren einige ganz langsam. Gut, Reifen bleiben auf jeden Fall nicht stehen hier, ist extrem. Ein bisschen zu früh auf jeden Fall das Case eingesetzt, hat man gemerkt. Okay, sind auf jeden Fall so zeitig unterwegs, dass wir drinnen sein sollten. Ein bisschen auf Abwägen wieder mal, weil ich den Köpf zu doll mitgenommen habe. Und das ist Platz 1 vorerst. Okay, das war aber zu erwarten. 1,47,7. Damit können wir zurück ins Garage gehen und schon mal gucken, ob noch immer dieser Problem auftritt. Nein! Gut, also war wirklich der Motor. Vielen Dank auf jeden Fall an die Leute, die das herausgefunden haben für mich und mir das auch gesagt haben. Und wir simulieren natürlich jetzt einfach mal hier bis zum Ende durch. Q1 sollte auch schon abgehakt sein. Genau so ist es. Gut so, du hast Q2 erreicht. Oh ja, Q2. Hülkenberg ist 10. Raus sind irgendjemand Besonderes. 3 Franzosen. Und ja, ich würde mal sagen, machen wir weiter. Aber schon krass, irgendwie vom paar Jahren hatten wir gar keinen Franzosen vom Einsatz, auf einmal haben wir 4 Franzosen wieder drin. Also das ist schon irgendwie alle Achtung. Obwohl er, glaube ich, eigentlich Romain Grosjean ist ja, glaube ich, wenn ich das glaube ich rede, war ich Schweizer, ne? Der ist ja, glaube ich, Schweizer Staatsbürgerschaft gehabt, aber wollte, glaube ich, ja für Frankreich dann fahren. Und jetzt simulieren wir mal wieder ein bisschen die Zeit. Und jetzt fahren wir auch mal raus, fliegende Runde mit Softreifen zum ersten Mal. Und ich komme natürlich wieder irgendwie hier mit einem hinter mir raus und ach komm. Oh,
ist ein bisschen wolkig jetzt hier geworden. Ich glaube, Hülkenberg wäre es nicht so freuen, dass ich vor ihm bin hier jetzt gerade. Jetzt hat der Hülkenberg Abstand auf jeden Fall gelassen. Jetzt muss ich mal gucken, nicht, dass der Mercedes jetzt zu lang am Feld vor mir. Jetzt wird die Reifen auf jeden Fall nicht so doll beanspruchen. Aber die brauche ich eventuell vielleicht nochmal fürs Rennen. Mit einer 1,45,1. 1,45,0. Das ist auch schon mal ganz... Ups, nein. Zurück zur Garage. So. Gut, damit sollten wir auf jeden Fall... damit sollten wir auf jeden Fall durch sein. Sage ich jetzt einfach mal. Ich habe jetzt auch einen Schnupfen bekommen, wieder so ein bisschen. Das nervt mich auch noch so ein kleines bisschen, aber auch nur. So raus sind Button, die Rester, Grosjean, Suti, Ricciardo, Maldonado. Ja, Hülkenberg hat es wieder geschafft, sehr schön. Und jetzt geht es ins entscheidende Qualifying, Q3 nämlich, wo wir jetzt mal wieder zwei gezeitete Runden fahren dürfen. Also wegen schon mal etwas. So, genau, jetzt muss ich erstmal schnell mal die Reifen mal checken. Okay, wir haben frische Reifen drauf. Und wir fahren jetzt auch schon mal raus, weil die Runde ein bisschen länger ist. Brauchen wir ein bisschen mehr Zeit eben halt. Geht mir nachher darum, um die zweite schnelle Runde noch zu fahren. Und ich muss auch die Boxengassenausfahrt mal ein bisschen noch üben. Auch hier die weiße Linie muss man ja beachten. So. Wie sieht es eigentlich so dunkel gerade hier aus? Also von den Wolken her. Sieht so ein bisschen nach Regen aus. Macht ein bisschen Angst. Würde mich auch mal jetzt mal gerade ein bisschen interessieren, ob ich eigentlich die letzte gerade auf der Strecke bin. Ich glaube schon. Die sind alle heute mal recht frühzeitig rausgefahren. Die wissen, glaube ich, auch warum. Also sind jetzt auch fast schon alle durch. Also die gehen jetzt gerade schon auf ihre schnelle Runde. Ja, und vielleicht nochmal auf das Thema, ich wurde ja gefragt, ob ich nicht ein 100%-Rennen machen könnte in Abu Dhabi, da ja hier ja die Sonne untergeht und beim 25% oder 50%-Rennen hat man das ja nicht, dass es passiert. Von daher würde ich eigentlich gerne machen, aber das mit den 100%-Rennen würde mir ein bisschen zu lange dauern mit dem Hochladen.
So, jetzt dürfen wir die Runde fahren. Ups, das war nicht so optimal, aber okay, gut. Der erste Sektor wird mir wahrscheinlich jetzt wieder irgendwas mit Besset angezeigt, aber auch nur, weil noch keine Zeiten bis jetzt gefahren worden sind. Sieht wirklich ein bisschen komisch aus hier. Sieht so ein bisschen aus, als wenn so ein Sandsturm gerade aufzieht. Das war ein bisschen zu weit. Vettel fährt auf jeden Fall eine Bestzeit. Also fährt nochmal schneller, 1,44,6. Dritter bis jetzt plus. Würde mich mal interessieren, wo ich jetzt im letzten Sektor auf Alonso verloren habe. Wo ich am meisten auf Alonso verloren habe. Ja, die Runde war auch so allgemein irgendwie schon. Im ersten Sektor war ich schon 2 Zehntel langsamer. So, die Runde haben wir jetzt fast geschafft. Noch 4 Minuten haben wir Zeit, also in die Box reingehen und so weiter, sollte alles klappen. Ich will eigentlich jetzt bloß, wenn denn das meine Reifen zu sehr kalt werden, nein, nicht zu sehr verbrauchen, weil durch dieses Beschleunigen ab und zu mal drehen die Reifen gerne mal durch. Und ich bin bis auf Platz 4 schon abgerutscht, weil der Hamilton sich noch vor mir gequetscht hat. Wäre noch cool, wenn irgendwie mal irgendwann mal so das reinmachen könnte, dass man selbst in die Box reinfahren kann. Also, dass man quasi dieses Parken an der Box selbst bestimmen kann. Und ja. Mal gucken, vielleicht zum letzten Rennen, vielleicht nochmal mit neuen Helm fahren. Sind denn nur noch 3 Rennen? Jetzt mit Abu Dhabi natürlich. 87% haben die verbraucht. Wow. Wo bin ich denn jetzt hier langsam? Ersten Sektor verliere ich ein bisschen was. 1 und 3, okay, gut zu wissen. Okay, dann fahren wir mal raus. Ich trinke auch noch mal ein kleines bisschen was. Ah, da sind sogar jetzt die meisten alle in die Box gekommen. Sehr schön.
Ah, es wird doch dunkler hier, habe ich das Gefühl, ne? Täuscht das jetzt gerade bloß. Eine Minute 50 noch. Sollte auf jeden Fall locker ausreichen, einstehen für diese Rundenzeiten. Wir sind ja jetzt schon im zweiten Sektor. FOS-Verwandlung abkürzen. Mal gucken, wo die Reise hingeht. Ich weiß nicht, ob ich diese 1,46 von Alonso knacken kann, aber ich könnte eventuell die 1,45,9 von Vettel knacken. Da haben wir jetzt die Sonne, die ziemlich tief gerade steht. Okay, dann wollen wir jetzt mal loslegen. Je dunkler es wird, desto besser sieht man die Linien wieder. Oh, hier war auf jeden Fall die erste Kurve nicht sehr gut. Sektor 1 auf jeden Fall auf persönliche Bestzeit, auch wenn es bloß 16 Tausendstel sind. Session ist auf jeden Fall abgelaufen. Wir dürfen aber unsere Runde natürlich so wie immer noch beenden. Oh, das war ziemlich am äußersten Limit. Das war, glaube ich, zu spät. Eindeutig zu spät gebremst. Also noch auf Bestzeit, auf persönliche Bestzeit zumindest, auf absolute nicht. Letzte Kurve hier nochmal. Und das ist Platz 1, wow. Wow, jetzt habe ich den letzten Sektor mal einigermaßen ohne Probleme gefahren und dann geht es gleich auf Platz 1. Die Frage ist bloß, ob ich das halten kann und ob ich bis zur ersten Kurve noch Erster bin. Aber jetzt lassen wir uns nochmal kurz selbst feiern. Werde vierter oder besser, Ziel ist erreicht. Der Erste vor Fernando Alonso und Sebastian Vettel, und wir sehen uns auf jeden Fall gleich wieder zum Rennen.